Anschluss finden. Ich hoffe, Sie machen aus der Öffentlichkeit wieder auf. Wir sind mitten in der Haushaltsdebatte. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Der Haushalt 2023 wird dieses Jahr mit einer großen Mehrheit verabschiedet. Da könnte man ja denken, das läge daran, dass er besonders gut ist. Dabei ist die heutige Mehrheit, und Herr Rühlen hat es ja im Prinzip auch schon gesagt, Resultat vergangener und anbahnender Machtkonstellationen. Die SPD stimmt zu, weil der Haushaltsentwurf noch Ergebnis ihrer Koalition mit den Grünen ist. Grüne, CDU und FDP, weil sie sich nun in einer Koalition wiederfinden. Die CDU, für die Herr Rühlen noch vor einem Jahr die Ablehnung begründet hat, unter anderem mit der Kritik daran, dass der Haushalt erst im Dezember verabschiedet wird und dass sich das nicht mehr wiederholen dürfte, wird diesmal zustimmen. Ebenso wie die FDP, die vor einem Jahr noch die Kritik an dem Verschieben zahlreicher Haushaltsposten in die GWG-Pro begründet hat. Auch sie wird zustimmen. Kaum finden Sie sich in der Koalition, tragen Sie Dinge mit, die Sie vorher kritisieren. Bei den Grünen tragen Sie ohnehin vieles mit, solange Sie nur in der Koalition bleiben. Wir lehnen nicht nur ab, weil wir in der Opposition sind und der Haushalt, wie Sie es ja gerade auch meinten, ein in Zahlen gegossener politischer Wille ist. Wir lehnen diesen Haushaltsentwurf ab, weil wir ihn auch inhaltlich kurzsichtig finden und weil er unzureichend ist angesichts der akuten Krisen, in denen sich die Stadt und die Welt befindet. Er ist ein Feuerwehrhaushalt, der reagiert, wenn es schon brennt. Kein Wunder, dass Nachtragshaushalte immer mehr zur Regel werden. Wir befinden uns, und auch das wurde ja deutlich bereits, in einer Vielfachkrise des kapitalistischen Systems. Die Klimakatastrophe stellt uns vor eine Menschheitsaufgabe. Die Pandemie hat mit aller Wucht auch den Letzten gezeigt, dass ein gewinnorientiertes Gesundheitssystem nicht der Gesundheit dient. Der brutale Krieg in der Ukraine und anderen Ländern treibt weiter Menschen in die Flucht und die verfehlte Energiewende kommt uns nun teuer zu stehen. Krise ist längst zum Alltag geworden. Jedes vierte Kind in Kassel in Armut, jeder siebte Rentner, 34.000 Menschen in Kassel sind von Armut betroffen und durch die Preissteigerungen wird die Zahl absehbar steigen. Das alles haben Sie auch in Ihren Reden genannt, die vielen Krisen. Doch wenn wir auf den Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2023 blicken, ist er geprägt von einer Fortsetzung der Politik der letzten Jahre, die der großen Armut in dieser Stadt kaum etwas entgegensetzt. Das ist nicht vernünftig. Dabei wollen Sie doch die Koalition der Vernunft sein. Vernünftig wäre doch, heute zu gucken, was morgen gebraucht wird. In der Wohnungspolitik, der Klimapolitik, den marmorierten Schulen, der zunehmenden Armut rächt sich die Untätigkeit und Halbherzigkeit der letzten Jahre. Bezahlen müssen es die Menschen dieser Stadt. Die Kurzsichtigkeit wird nicht zuletzt deutlich am Haushaltsansatz für das Personal. Im Entwurf vom Sommer wird von lediglich 2,5% Tarifsteigerungen ausgegangen. Dabei ist die Inflation schon seit einem Jahr bestimmendes Thema. Es gab schon Arbeitskreise, die sich dazu getroffen haben, lange bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Das hätte man bereits im Sommer einplanen können. Mit der Veränderungsliste wurde der Ansatz nun noch schneller auf 5% korrigiert. Aber ich hoffe wirklich, dass die Kolleginnen die geforderten 10,5% und mindestens 500 Euro mehr durchsetzen. Denn wir alle brauchen das Personal für den Dienst an der Öffentlichkeit. An allen Ecken ist die Überlastung zu spüren. Gerade wurde das ja auch nochmal zum Hochbeamten gesagt. Der demografische Wandel wird dieses Problem noch weiter verschärfen. So heißt es im Haushalt auf Seite 57, wie ja schon in den letzten Jahren, die knappe Kalkulation der Personalaufwendungen wird insgesamt nur zu halten sein, wenn weiterhin alle Einsparmöglichkeiten konsequent genutzt werden. So wollen Sie Personal gewinnen? Hinzu kommt der niedrige Stellenbesetzungsgrad von lediglich 80%. Kein Wunder bei der jahrelang praktizierten sogenannten besten Auslese, die manchen gar keine Chance gibt, bei der Stadt einzusteigen. Aber genug Personal findet man nicht durch Befristungen, findet man nicht durch Projektstellen, sondern durch gute Arbeitsbedingungen und höhere Löhne, etwa für Erzieherinnen. Nun werden Sie vielleicht denken, wir schaffen doch über 100 neue Stellen. Viele davon entfallen allerdings auch das Ordnungsamt, die Stadtpolizei, die Öffentlichkeitsarbeit, Mobilbüro wird ja bereits angesprochen. Seit einem Jahr weisen wir auf den Personalbedarf an der Wohngeldstelle hin. Die Grünen haben heute zur Energiekrise ja noch einen Antrag auf der Tagesordnung, wo sie mit einem Jahr Verzögerung auf die Wohngeldstelle eingehen.
Das ist Nachtragpolitik. Denn es freut uns ja, wenn Sie Anträge von uns irgendwann selbst einbringen. Das Problem ist nur, wenn Sie das aufgreifen, sind weitere Jahre vergangen und die Situation hat sich weiterentwickelt. Die Wohngeldreform ist es, die nun dazu beiträgt, dass 22 neue Stellen geschaffen werden. Das steht bereits in der Veränderungsliste drin. Und bei den Erzieherinnen werden Sie vielleicht denken, wir haben doch auch nun groß die Entfristung angekündigt. Das freut uns als Linke natürlich, dass hier mehr entfristet wird. Schließlich waren es auch hier wir, die immer wieder thematisiert haben, dass man mit befristeten Verträgen nicht langfristig Personal finden oder halten kann. Überhaupt rühmen Sie sich ja, wie viele Kita-Plätze in den letzten Jahren geschaffen wurden. Und auch hier, seien Sie ehrlich, waren wir es, die 2017 erst darauf aufmerksam machen mussten, dass Kita-Plätze fehlen. Damals durften wir uns noch anhören, dass Eltern ohne Probleme einen Platz finden und sich nur die Kita aussuchen müssen. Damit hatten Sie auch die Einführung des Portals Wikibeta abgelehnt. Ebenfalls übrigens ein Antrag damals von uns, welches jetzt seit diesem Jahr endlich umgesetzt ist. Aber 955 Kinder auf Wartelisten sind kein Grund, sich auf die Schulter zu klopfen, sondern es sind 955 Kinder, die auf die Umsetzung ihres gesetzlichen Anspruchs warten. Mit viel Verzögerung wurden hier Vorschläge auch von uns aufgegriffen und weitere Plätze werden im nächsten Jahr geschaffen. Aber deswegen hören Sie doch auch manchmal früher auf unsere Vorschläge. So ist die hohe Armut nicht nur ein Ergebnis des sozialen Kahlschlags durch die Agenda 2010 auf Bundesebene. Und Hartz V der Ampel wird daran leider sehr wenig ändern. Sondern die Armut ist auch passend gemacht. Denn in der Armut gefangen sind jene mit atypischen Jobs, bei denen der Lohn nicht zum Leben reicht und direkt in die Altersarmut führt. Das betrifft nicht zuletzt Jobs, die im Auftrag der Kommune erledigt werden, wie etwa die Gebäudereinigung in den Schulen und Kitas. Meist Frauen, oft Migrantinnen, sorgen für die Sauberkeit in städtischen Gebäuden und müssen zum Dank beim Jobcenter aufstocken und erhalten aufgrund der Arbeitsverdichtung und immer größerer werdenden Flächen einen kaputten Rücken. Deswegen setzen sie die Wiedereingliederung der Gebäudereinigung auf ihre Agenda, wenn sie schon eine Koalition der Vernunft sind. Keine Armutsjobs im Auftrag der Kommune, auch nicht in der sozialen Arbeit, nicht bei der Schulassistenz, nicht bei der Schulbeförderung. Diese Menschen müssen aufgrund der Lohnsituation dann wieder einen Antrag auf Wohngeld stellen, auf Bildung und Teilhabe, auf Übernahme des Mittagessens in der Kita und Ähnliches, auf die sie einen gesetzlichen Anspruch haben und warten dort zum Teil bis zu 12 Wochen, bis die Anträge bearbeitet werden. Und nicht, weil das Personal dort schlechte Arbeit macht, um es auch gleich vorwegzunehmen, sondern weil es zu wenig Personal ist. Daher haben wir mit dem Antragsbeschleunigungsschub, einen Titel, wo wir dachten, vielleicht motiviert es ja die FDP zum Zustimmen, mit dem Antragsbeschleunigungsschub die Schaffung 10 zusätzlicher Stellen im Sozial- und Jugendamt beantragt. Wir wissen, auch das ist nicht genug, aber dass man einen Pool hat, wo man 10 Personen einstellen kann. Aber auch das wird von der Koalition der Vernunft heute abgelehnt. Antragsbearbeitung zu beschleunigen, aber auch einfacher zu gestalten, ist notwendig, damit Menschen zu ihrem Recht kommen. Dazu gehört auch, sprachliche Barrieren abzubauen. Schon mit deutscher Muttersprache ist es schwer, so manches Antragsformular oder so manchen Bescheid zu verstehen. Mit anderer Muttersprache ist dies noch schwerer. Das geht oft nur, wenn die Kinder übersetzen, wenn Familienangehörige übersetzen, ehrenamtlich arbeitende migrantische Vereine oder soziale Träger, bei denen Beschäftigte aber Stellen wechseln, wenn nicht rechtzeitig die Fortführung eines Projekts gesichert ist. Stichwort aktive Eltern. Sie leisten einen unschätzbaren Beitrag. Wir wollen diese Tätigkeiten aufwerten, sichtbar machen und allgemein zugänglich durch Einrichtung eines kommunalen Dolmetschers. In dem zumindest in den gängigen 10 Sprachen Übersetzerinnen anständig entlohnt werden und auch von den verschiedenen Ämtern abgerufen werden können. Das macht die Arbeit auf beiden Seiten einfacher. Sie lehnen dies heute, wie letztes Jahr, ab. Aber vielleicht setzt sich zumindest der Vorschlag für die kommenden Jahre fest. Warten Sie mir nicht zu lange. Sicherlich, es gibt auch einige Aufstockungen für soziale Träger und Personen, ich zähle jetzt nicht die ganze Liste auf. Persönlich freut mich sehr, dass mit Träumchen und Streetpolstern auch von uns Anträge angenommen wurden, weil die jeweiligen Communities Druck gemacht haben. Das war nicht unbedingt die Selbstverständlichkeit, sondern da wurde auch nochmal Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und das ist sehr gut, weil dort eine wertvolle Arbeit geleistet wird, genauso wie bei vielen anderen Trägern, die zusätzliche Unterstützung erhalten. Wir unterstützen auch all die 5.000 Euro Ausschüttungen der SPD, die uns
unserer Meinung nach energiekrisenmäßig als bedarfsgenau ermittelt scheinen und die von der neuen Koalition in Machtdemonstranz abgelehnt wurden. Nichtsdestotrotz ist das unzureichend und ebenfalls Ausdruck davon, schnell im Dezember zu löschen, wo es brennt, statt langfristig Planungssicherheit zu geben. Und nein, ein Pakt gegen Armut, der sich erst wieder in einem halben Jahr trifft und vor allem Akteure von freien Trägern, Sozialverbänden und Verwaltung zusammenführt, ohne die ureigenen Aufgaben der Kommune anzugehen, ist zu wenig, um die soziale Schere zu schließen. Es ist gut, wenn es ihn gibt, aber wir müssen über die kommunalen Maßnahmen reden, wie Kosten der Unterkunft und alles, was wir immer wieder sagen. Der Winter ist jetzt, nicht in einem halben Jahr, die Preissteigerungen treffen bereits. Wir brauchen neben den langfristigen strukturellen Maßnahmen wirksame Strategien, wie wir soziale Sicherheit gewährleisten, damit niemand in seiner Wohnung alleine friert, schlaflos und voller Sorgen. Wir brauchen nun das Gegenteil von Corona. Statt Vereinzelung, kollektive Räume. Beschlossen wurde als Entlastungsmaßnahme bisher nur das EEG, der Inbegriff der Sozialpolitik der SPD, wie man es im Sommer bei der Verabschiedung hören konnte, nur dass dabei die Ärmsten leer ausgehen und Hartz-IV-Bezieherinnen sogar mehr Sorgen haben. Erst Samstag musste ich versuchen, einer ukrainischen Frau zu erklären, warum ihr die 75 Euro angerechnet werden und sie ein Anhörungsschreiben erhält, während Gutverdienende das Geld behalten oder im besten Fall in einen sozialen Verein ihrer Wahl spenden. Als hätte sie nicht schon Sorgen genug. Schon in der Debatte im Sommer hatten wir angeregt, Kantinen zu öffnen, kollektiv Räume zu schaffen. Mit unserem Antragspaket Warmes Kassel liegt Ihnen der konkrete Vorschlag samt Finanzierung heute vor. Darin enthalten ist erstens ein Sondertopf Lungbum-Leuchttürme, damit der Gedanke der Solidarität der Documenta nicht nur im heißen Sommer trägt, sondern vor allem im kalten Winter fortgetragen wird. Stadtteilvereine, Sportvereine, Kulturvereine bieten warme Räume, Essen oder sogar Duschen. Gerade jetzt darf dies nicht durch Kostensteigerungen eingeschränkt werden, sondern muss weiter ausgebaut werden. In der Veränderungsliste ist ein Topf dafür vorgesehen. Wir denken jedoch nicht, dass dieser ausreicht, gerade wenn wir Initiativen unterstützen wollen, die bisher noch nicht im städtischen Haushalt gesammelt sind. Angesichts der Inflation wollen wir weitere Nachbarschaftshilfen. Oft genug scheitert die Umsetzung an passenden Räumen oder personellen Ressourcen. In unserem Paket enthalten ist daher die Öffnung der Bürgerräume. Bürgerhäuser heißen zwar Bürgerhäuser, sie sind de facto aber nicht für alle zugänglich, weil zum Teil 180 Euro für die Nutzung bezahlt werden muss. Würden wir diese Türen öffnen, würde das lediglich einen Einnahmeverzicht von 70.000 Euro nach sich ziehen. Und wir haben ja schon gehört, dass wir die letzten Jahre über 800 oder 6-stellige Beträge umsonst gemacht haben. 70.000 Euro. Können da heute auch noch mal direkt über diesen einzelnen Antrag abstimmen. Eine kleine Summe angesichts der großen Wirkung und auch des Signals, das wir damit senden würden. Aber ich schätze, sie werden ablehnen. Drittes Element in unserem Paket für ein warmes Kassel ist der Versuch, auf die limitierten personellen Ressourcen einzugehen. Ich denke, wer kennt es nicht, es gibt die Ideen für Nachbarschaftshilfen, aber oft können sie nicht nur ehrenamtlich mit ehrenamtlichen Ressourcen betrieben werden. Oft scheitern gute Ideen und nachbarschaftliche Initiativen daran, dass die Aktiven von Ausbildung, Studium und Erwerbsarbeit voll beansprucht sind. Hier wollen wir ansetzen. Mit bezahlten Teilzeitjobs könnten die Menschen in Kassel konkrete Stadtteilarbeit entwickeln, Arbeitnehmerinnen könnten Stunden reduzieren, um soziale Ideen umzusetzen, Armutsbetroffene könnten zu geringen finanziellen Ressourcen aufbessern. Aber ich schätze, sie werden ablehnen. Und oft scheitert solch ehrenamtliches Engagement für Menschen mit wenig Geld auch einfach an der Fahrkarte. 3 Euro hin, 3 Euro zurück, wenn man kein Monatsticket hat. Da überlegt man sich gut, ob man den Weg antritt. Deswegen sagen wir, 0 Tarif für Teilhabegradbesitzerinnen. Also für alle, die Leistungen nach dem vom Sozialamt, Jobcenter, Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Bisher können Sie für 35 Euro den ÖPNV monatlich nutzen. Das Angebot ist viel zu wenig bekannt und für manche sind 35 Euro gerade auch zu viel. Mit einem Nulltarif könnten wir direkt entlassen, ohne Anrechenbarkeit und garantiert ohne Anrechenbarkeit. Soziale und kulturelle Teilhabe ermöglichen und den öffentlichen ÖPNV weiter unterstützen, auch für den Ausbau, den wir dringend für die Verkehrswende brauchen.
Sie konnten sich in der Koalition Stichwort Verkehrswende auf einen Antrag über 50.000 Euro für einen Radhighway einigen. Ich nehme an, dass dies ein Vorschlag der FDP war. Die diskutiert noch dazu. Da wird wieder Verkehrswende studiert und versucht, auch dazu gibt es ja später noch einen Antrag, statt einfach auf die Straße zu kommen. Im letzten Haushalt hatte die FDP noch den Antrag zur Fortführung des 9-Euro-Tickets. Zumindest Sie müssten also eigentlich dafür sein. Wir waren letztes Jahr dafür, den Nulltarif an Wochenenden einzuführen, um die Idee weiter voranzutreiben, mehr Leute vom ÖPNV zu überzeugen. Und tatsächlich hat sich dieses Jahr die Welt ein Stück schneller gedreht. Von all den mangelhaften Entlastungspäckchen der Bundesregierung war das 9-Euro-Ticket der Kassenschlager. Es war ein Erfolgsmodell, erfreute sich breiter Beliebtheit, überzeugte Menschen vom Umstieg, zumindest gerade in den Städten. Das Nachfolgemodell mit 49 Euro soll ab April kommen, nur ist das zwar ein riesiger Fortschritt zur Vereinfachung der Tarifstruktur. Bei 49 Euro sind jedoch all jene raus, die wenig Geld haben. Während die einen also in ganz Deutschland fahren können, überlegen die anderen noch, ob es ein Kurzstreckenticket für 4 Haltestellen reicht oder schon ein einzelner Fahrschein für 3 Euro nötig ist. Das 49-Euro-Ticket ermöglicht uns als Kommune jedoch wiederum, sozial nachzusteuern. Wenn wir für die Personen die Kosten für das 49-Euro-Ticket übernehmen, hat das außerdem den Vorteil, dass es endlich ein diskriminierungsfreier Fahrschein ist, den man nicht ansieht, ob die Person auf Teilhabeunterstützung angewiesen ist oder nicht. Wir müssen heute daran denken, was wir morgen brauchen. Und damit komme ich zum Thema Klima. Nun, wo man merkt, dass die Klimakatastrophe nicht nur in den westlichen Industriestaaten produziert wird und den Süden trifft, sondern Extremwetterereignisse auch direkt hier ankommen, beginnen alle Kommunen nach Planerinnen und Umsetzerinnen zu suchen. Der Faktor Zeit spielt hier also auch bei der Personalgewinnung eine Rolle. In Kassel wurde viel zu lange zwar beschlossen, aber wenig umgesetzt. Anfang 2019 haben wir etwa die Unterzeichnung der Energiewendecharta beschlossen, übrigens auch ein Antrag der Linksfraktion. Darin heißt es, wir brauchen eine umfassende Gebäudesanierung in Kombination mit erneuerbarem Energieeinsatz und Versorgungsnetzen in der Region. Die Kommunen werden mit gutem Beispiel bei ihren eigenen Liegenschaften vorangehen, Anfang 2019. Und heute werden, erst auf Änderung der Koalition, 4 Stellen geschaffen, um überhaupt einen Sanierungsfahrplan und die Wärmewende in städtischen Liegenschaften systematisch angehen zu können. 2 Architektinnen und 2 Gebäudetechnikingenieure. Dem stimmen wir natürlich gerne zu. Wir haben das schließlich auch beantragt, aber wir haben ebenso beantragt, 3 weitere Stellen für das Energiemanagement zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Schaffung von Solarflächen auf städtischen Liegenschaften. Das haben Sie abgelehnt. Stellen werden erstmal ausgeschrieben, im besten Fall gesetzt, dann Planungen gemacht und dann irgendwann umgesetzt. Wir haben noch 7 Jahre, bis wir das selbstgesetzte Ziel der Klimaneutralität 2030 erreichen wollen. Herr Schöller hat ja gerade auch lange erklärt, warum man es bisher in der Stadt nicht nachhaltig genug aufgestellt fand bei den Finanzen. Ich glaube, auch als Oberbürgermeister ist immer noch klar, das höchste Gremium ist die Stadtverordnetenversammlung und es sind die Grünen, die hier die letzten Jahre immer mit in der Koalition waren und es sind die Grünen, die auch jetzt in der Koalition sind. Es liegt an ihrer Hand. Wir haben auch naja, mitnehmen und so und konkrete Maßnahmen und sich manchmal durchsetzen, da gibt es schon durchaus Möglichkeiten. Wir haben heute einen konkreten Vorschlag, den können Sie ja mit der Koalition und der Vernunft gerne übernehmen. Denn Maßnahmen wurden im Klimaschutzrat und teils in der Stadt, teils auch nur als Prüfung beschlossen. Erst letzte Woche wurde die Klimaschutzstrategie des Klimaschutzrates weiter verschickt, mit der ja auch nun viel Werbung gemacht wird, dass es für die Arbeit des Klimaschutzrates stehen viele gute Sachen drin. Allerdings passen diese Maßnahmen darin noch nicht zum Haushalt der Stadt Kassel. Wir haben daher, auch das wird nicht reichen, aber zumindest als Anfang, zusätzlich 1,5 Millionen gefordert als Topf, um überhaupt zügig Maßnahmen umzusetzen. Bei 7 Jahren bis 2030, bis wir Klimaneutralität erreichen wollen, können wir nicht immer bis Dezember zur Haushaltssitzung und anschließender Genehmigung im März warten, sondern wir brauchen dort jetzt Geld, um konkrete Maßnahmen anzugehen. Denn dass wir angesichts der Klimakatastrophe aufgrund jahrelanger Verschleppungen zu wenig haben, ist Zeit.
aber abgelehnt. Ich hoffe, im nächsten Haushalt sind die Maßnahmen zum Klimaschutz tatsächlich transparenter in einer eigenen Produktgruppe abgebildet, wie etwa in Göttingen, und nicht wie jetzt schwer zu finden, auf der einen Seite zum Umweltschutz und verteilt in verschiedenen anderen Posten. Von daher, Herr Söller, um nochmal kurz auf Ihre Rede zu kommen. Ja, wir haben die Chance, aber Sie nutzen sie nicht. Wir haben die Chance, so viel zu machen, was wir jetzt anpacken müssen für die nächsten Jahre. Aber das erkenne ich in diesem Haushalt nicht. Grün-Schwarz-Gelb beantragt stattdessen 25.000 Euro zur Einbindung der Unternehmensallianz zur Ergänzung des Klimaschutzrats. Die Spitzen der Unternehmensverbände waren es doch selbst, die ausgestiegen sind, als es mit dem Mobilitätskonzept ein bisschen konkreter wurde. Und Sie erhalten zur Belohnung ein Extra-Gremium? Die wollen Sie mit 25.000 Euro locken? Die verstehe ich nicht. Das werden wir auf jeden Fall ablehnen. Das atmet wirklich den Geist vom grünen Kapitalismus und den Traum der Einheit von Ökonomie und Ökologie, welches sich auch durch den gesamten Koalitionsvertrag zieht. Eine gute wirtschaftliche Entwicklung führt aber nicht zwangsläufig dazu, dass es allen gut geht. Die Armut in den letzten Jahren ist gestiegen. Dafür muss man eigene Maßnahmen entwickeln. Der Kapitalismus muss mit seiner allerersten Priorität des Profits, dem Gemeinwohl und Natur untergeordnet wird, ist es doch, der uns erst in diese Klimakatastrophe, die globalen Kriege, die Ausbeutung und Ökonomisierung immer weiterer Lebensbereiche und Ungleichheit eingebracht hat. 100 Tage lang haben Sie interessiert die Werke auf der Dokumente betrachtet. Aber real sieht man nicht, dass Sie viel gelernt haben davon. Kultur wird eben für manche auch als interessant, wenn es als Kultur- und Kreativwirtschaft gerahmt wird. Das wird auch deutlich, wenn immer wieder vom Stadtkonzern die Rede ist. Ein Begriff, der in den letzten Jahren zunehmend verwendet wird und der sich auch im Koalitionsvertrag an mehreren Stellen findet und auch das neoliberale Dogma atmet. Die Stadt ist aber kein Konzern. Konzerne sind Hauptverursacher der Klimakrise. Sie agieren marktgetrieben auf kurzfristige Sicht, auch wenn sie dann doch wieder nach Staatshilfe rufen. Die oberste Aufgabe der Stadt als Kommune ist, die kommunale Daseinsvorsorge zu sichern. Gerade in Krisenzeiten wichtiger denn je. Und das heißt, die Frage ist nicht, wie stärken wir die Stärksten, wie geben wir den Unternehmensallianzen und den Spitzen dort Geld, sondern wie gestalten wir unsere Stadt von den Schwächsten ausgehend, damit alle teilhaben. Aber auch die Sozialpolitik ist hier im Koalitionsvertrag nicht wirklich als eigenständiges Feld zu finden, sondern es heißt oben lapidar, Sozialpolitik ist überall mitgedacht. Bevor Sie ausführlich aufzählen, wie Sie die Gründerinnen, die Start-ups, die Wirtschaft und die Unternehmensverbände fördern wollen. Denn dafür haben Sie Geld. Bei unseren Anträgen heißt es dann, man könne sich das nicht leisten. Übrigens auch unsere Anträge sind, wenn man alle zusammennimmt, kommen auf null raus, sowohl von den Einnahmen als auch den Ausgaben. Als Beweis für solide Haushaltspolitik wird der Haushaltsüberschuss genommen. Dabei ist doch auch eher, nicht zuletzt, wenn wir die Haushaltsentwicklungen angucken, Ergebnis davon, dass Stellen zu 80% besetzt werden, dass Reinigungskräfte bei ausgelagerten Betrieben weniger Lohn erhalten als im öffentlichen Dienst. Wir fordern neben der Streichung von 550.000 Euro für noch mehr Videoüberwachung und Zufahrtsschutzsysteme ebenso die moderate Erhöhung der Gewerbesteuer. Und nein, da muss der kleine Bäcker nicht banken, nur jeder vierte Betrieb in Kassel zahlt tatsächlich Gewerbesteuer. Und wenn man sich anguckt, wer das in Kassel zum Beispiel ist, sind das Unternehmen wie Wintershall, wie Kaufmann Wegmann, wie Rheinmetall. Das sind doch die Krisengewinner der letzten Jahre. Die können doch mehr bezahlen, damit wir unsere Stadt zukunftsfähiger, sozialer, ökologischer aufstellen und weniger Menschen vor der Tafel stehen. Aber auch das werden sie auch nehmen. Wir werden es trotzdem weiter fordern, weil es wichtig ist. Und irgendwann wird vielleicht der Druck auf der Straße groß genug sein, damit Krisenkosten von Krisengewinnern gezahlt werden, statt auf den Rücken von allen. Wenn genug